9 Fohlen waren zuletzt mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs. Für einige waren die Spiele in der Nations League auch die ersten Pflichtspiele der Saison. Sehr speziell, weil natürlich alle Mannschaften, alle Spiele sind in der Vorbereitung komplett noch nicht im Rhythmus. Aber die Situation ist die, wie sie ist, und sie ist speziell mit dem Ganzen drumherum, und darum auch da mussten wir uns einfach dran gewöhnen, anpassen und das Beste daraus machen. Gleich 4 Borussen waren mit der Schweiz unterwegs. Nach dem 1:2 gegen die Ukraine gelang ihnen gegen Deutschland in einem guten Spiel ein 1:1 Unentschieden. Wir hatten gute Phasen gegen Deutschland, das stimmt, wo wir am Schluss, glaube ich, auch noch das Siegestor machen können. Schade. Wir ärgern uns über das erste Spiel auch vor allem, weil wir da vielleicht uns in der ersten Halbzeit ein bisschen ausgepowert haben und dann nicht mehr die Energie gehabt haben, um wirklich gefährlich zu werden. Aber wie ich vorher gesagt habe, waren alle nicht im Rhythmus. Schwierig, da reinzukommen, und für das haben wir es sehr gut gemacht. Sehr gut haben es auch die Kollegen von Jan gemacht, die in Mönchengladbach geblieben sind. Das Testspiel gegen Venlo wurde ja bekanntlich 4:0 gewonnen. Jetzt gilt es, den Rückenwind mit ins erste Pflichtspiel für die Fohlen mitzunehmen. Mit dem Club ist eine ganz andere Ausgangslage. Wir hatten eine Vorbereitung, wir sind bereit. Ich freue mich drauf. Es geht wieder los. Es ist viel passiert in den letzten Monaten, und darum freue ich mich jetzt einfach auf eine spannende Saison mit der Mannschaft. Und wir wollen alles dafür tun, um den maximalen Erfolg zu erreichen. Für die Borussen startet die Saison am Samstag um 15.30 Uhr mit der ersten Pokalrunde gegen den FC Oberneuland. Das Spiel wird im Borussia-Park vor 300 Zuschauern ausgetragen. Auf die Verlegung des Spielorts hatten sich die beiden Vereine aufgrund der strengen Hygieneauflagen wegen der Corona-Pandemie geeinigt. Ob Alassane Plea oder Marcus Thuram am Samstag schon wieder auf dem Platz stehen können, ist noch nicht klar. Immerhin können beide nach ihren Verletzungspausen wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Plea hatte vor 2 Jahren in seinem ersten Pflichtspiel für die Fohlen in der ersten Runde des Pokals beim BSC Hastedt 3 Tore geschossen. Thuram erzielte letztes Jahr bei Sandhausen in seinem ersten Pflichtspiel für die Fohlen, es war ebenfalls die erste Runde im Pokal, den 1:0 Siegtreffer. Wer den beiden beim Training zuschauen möchte, hat auch in diesen Tagen wieder die Möglichkeit dazu. Man kann sich weiter kostenlose Tickets über unseren Online-Shop ausdrucken. Diese sind auf 300 Tickets pro Trainingseinheit beschränkt. Wann trainiert wird, könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen. Beim Besuch der Homepage wird euch dann schnell einiges auffallen. www.borussia.de ist jetzt optisch moderner und deutlich übersichtlicher. Dafür sorgt auch die übergeordnete Aufteilung in die verschiedenen Portale Borussias. So gelangt ihr zum Beispiel auch ganz einfach zu Fohlen TV. Darüber hinaus findet ihr viele neue Elemente auf der Seite, die seit heute auch auf Französisch zu finden ist. Und wenn wir gerade bei Sprachen sind, unsere Facebook- und Twitter-Kanäle findet ihr jetzt auch auf Niederländisch. Heffata als Sozialunternehmung, die sich um behinderte Menschen kümmert und ihnen trotz deren persönlichen Einschränkungen ein selbstbestimmtes und zufriedenes Leben auch garantieren will, arbeitet für uns schon seit vielen Jahren im Bereich verschiedener Dienstleistungen rund um das Thema Merchandising oder auch Ticketing. Einen weiteren Job hat das Mönchengladbacher Unternehmen Heffata nun von unserem neuen Hauptsponsor Flatex bekommen, der eine liebgewonnene Tradition im Borussia Park weiterleben lassen will. Nämlich Fußbälle nach unseren erfolgreich bestrittenen Heimspielen ins Publikum zu schießen. Und diese Bälle sind jetzt geliefert worden, luftlos. Und die Menschen bei Heffata werden das jetzt ändern und sie entsprechend aufpumpen und dann zu den Spieltagen zur Verfügung stellen. Circa 400 Flatex-Bälle wurden bereits abgeholt. Als Dankeschön für die Unterstützung hat Flatex Heffata einen Spendencheck in Höhe von 2.500 Euro übergeben. Die Regionalligaspieltage wurden bis Ende November zeitgenau angesetzt. Wann ihr wo unsere U23 unterstützen könnt, findet ihr auf unserer neuen Homepage. Am kommenden Samstag starten die Jungs mit dem Heimspiel gegen den SV Rödinghausen in die neue Saison. Das letzte Testspiel der Sommervorbereitung gegen die Kickers Offenbach ging 2:2 unentschieden aus. Unsere U19 hat ebenfalls getestet. Gegen Eintracht Frankfurt stand es am Ende 1:1. Am kommenden Freitag steht ein weiteres Testspiel an. Um 19.30 Uhr ist dann die SG Unterrath der Gegner auf dem Fohlenplatz. Die U17 hat ihr vorletztes Testspiel der Sommervorbereitung 2:0 gegen Eindhoven gewonnen. Die Generalprobe vor dem Auftakt in die neue Bundesliga-Saison steigt am kommenden Samstag um 13 Uhr beim 1. FSV Mainz 05. Am ersten Spieltag der neuen Saison treten die Jungs eine Woche später gegen Borussia Dortmund an.